Heute besuche ich die fitten Alten. Eine Frau, die mit 93 noch Orientierungslauf rennt. Und ein Mann, der mit 75 noch halsbrecherisch ins Wasser gumpet. Was ist das Geheimnis für ein gesundes und langes Leben? Sind es Gene oder der Lebensstil? Sind wir am Alter am Ende gar nicht so hilflos ausgeliefert? Die Altersforschung macht gerade immense Fortschritte. Wir wissen so viel über den Alterungsprozess oder haben so viel herausgefunden in der letzten Zeit, wie eigentlich noch nie. Dieses Jahrhundert wird im Zeichen der Biologie stehen und der Möglichkeit, das Alter zu kontrollieren. Stehen wir wirklich kurz vor der Entdeckung des Jungbrunnen? Und was können wir im Alltag besser machen, um besser zu altern? Ich fühle mich noch immer jung, voller Energie. Puls auf der Spur vom gesunden, langen Leben. Heute begleite ich die 93-jährige Verena Harzenmoser an einen Orientierungslauf. Abgemacht haben wir bei ihr die Heiz St. Gallen. Verena hat in einem Doc-Film über das aktive Altern mitgemacht. Genau wie der Wasserspringer Peter, den ich später auch noch kennenlerne. Danke vielmals. Bitte. Verena Harzenmoser, ich weiss, es ist nicht richtig, weil ich bin etwas jünger. Dürfen wir trotzdem du sagen? Ich bin Daniela. Ja, sicher. Ist das okay? Ja. Und unterspörtelt tut man das. Unterspörtelt, okay, gut. Ja. Jetzt habe ich aber gehört, dass du nicht Verena heisst, sondern einen Spitznamen hast, oder? Ich heisse schon Verena, ja. Aber mir sagt alles frei. Woher kommt das? Ich weiss nicht, das ist schon von klein her zuerst Vreneli und nachher die Eltern Frey. Und das ist geblieben? Viel, ja, es hat schon noch etliche, die auch noch Vreneli sagen. Ja. Aber habe ich nicht so gern. Die Frey Harzenmoser. Sie ist 1930 auf die Welt gekommen. Sie ist Mutter von 3 Kindern, die sie allein aufgezogen hat. Und sie hat lange bei der Post gearbeitet. So, jetzt was für ein Kehli. Schwarz, hast du das? Gut, ja. Sag mal, Frey, du bist jetzt 93 und total fit. Heisst das, du lebst extrem brav? Gehst um 9:30 ins Bett, verkneifst dir alles, was zwar lustig, aber nicht gesund ist? Kein Schoki, kein Glas Wein, kein gar nichts. Also sagen wir, mit dem Essen lasse ich auch auf den Körper, nach wann habe ich Lust. Ja. Sehr vor allem. Und wenn der Körper sagt, ja, Schlagrahmen. Ja. Ja, das habe ich gerne. Und dann gehst du nach? Ja, sicher. Ich nehme ja nicht einen halben Liter. Ja. Nein, alles. Ich sage immer, alles mit Mass. Hast denn du auch wahnsinnig viel Glück gehabt im Leben? Also nie ein Problem, immer auf der Sonnenseite, keine Krankheiten, keine Hürden? Doch, doch. Ich hatte Hauskrebs. Ah ja? Ja. Und mein Mann ist auch früh gestorben. Also zum Topfit 93 werden, hast du doch auch einige Hürden im Leben müssen nehmen, oder? Ja, ja, ja. Wann hast du gesagt, jetzt bin ich alt? Oder fühlst du überhaupt schon alt? Eigentlich immer noch nicht, wenn ich dass jemand gestorben ist, der vielleicht 75 war. Dann denke ich einmal, ja, ich hätte schon noch ein bisschen älter werden. Aber halt, du bist ja viel älter. Wir werden immer älter. Das hat vor allem mit besserer Hygiene und dem medizinischen Fortschritt zu tun. Auch Bildung und finanzielle Verhältnisse spielen eine Rolle. Menschen mit niedriger Bildung altern meist weniger gut. Sie müssen oft unter ungesünderen Umständen arbeiten, wohnen und sich ernähren. Auch begeben sie sich weniger oft in ärztliche Behandlung. Trotzdem, was Langlebigkeit betrifft, zählt die Schweiz zu den Top 5 der Welt. 1919 lebten in der Schweiz nur 200-jährige Menschen. 1970 schon 61.
Und 2021 lebten stolze 1888 hundertjährige Frauen und Männer in der Schweiz. Die meisten davon übrigens im Tessin. Aber je älter wir werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, an einer oder gleich mehreren Krankheiten zu leiden. 2017 gaben in der Schweiz Frauen und Männer über 65 an, ob und an welchen typischen Alterskrankheiten sie während der letzten 12 Monaten litten. Von Herz- und Kreislauferkrankungen, die möglicherweise zu Infarkten oder Schlaganfällen führen, waren etwa 51,9% der Schweizer Bevölkerung über 65 betroffen. Unter muskuloskeletalen Erkrankungen wie Arthrose oder Arthritis litten 35,7% der über 65-Jährigen. 4,4% erkrankten an Krebs. Bei Männern meistens Prostatakrebs, bei den Frauen häufig Brustkrebs. Weitere typische Alterskrankheiten sind Atemwegserkrankungen, Diabetes und immer mehr auch Demenz. Wir kriegen Falten, der Rücken ächzt, die Knochen werden brüchiger. Wie schön doch ließe sich das Altern aufhalten. Die Suche nach dem Jungbrunnen, in den wir alt ein- und jung wieder aussteigen, ein Traum wohl so alt wie die Menschheit selbst. Die Wissenschaft kommt dem Geheimnis des Alterns immer mehr auf die Spur. Mittendrin auch Schweizer Forschende. Alter ist ein biologisches Problem, oder? Und dort verstehen wir jetzt Biologie so gut, dass wir das eigentlich können beeinflussen in dem Sinn. Es ist eine unglaublich spannende Zeit. Wir wissen so viel über den Alterungsprozess oder haben so viel herausgefunden in der letzten Zeit wie eigentlich noch nie. Alexander Eckel ist Immunologe und Altersforscher am Berner Inselspital und der Universität Bern. Vor 3 Jahren ist ihm und seinem Team ein Durchbruch gelungen. Sie haben es geschafft, den Alterungsprozess von Mäusen im Labor zu beeinflussen. Alten Mäusen haben sie Immunzellen von jungen Mäusen gespritzt und konnten sie so jünger machen. Durch die Injektion von diesen Zellen, die Zellen sind spezifisch ins Fettgewebe gegangen und haben da die entzündlichen Vorgänge supprimiert. Und das hat natürlich nachher einen Effekt auf den ganzen Körper und hat die Entzündungsreaktion, die in vielen altersabhängigen Krankheiten eine grosse Rolle spielt, wieder reduziert. Doch was beeinflusst den Prozess des Alterns? Die Wissenschaft hat 12 Gründe identifiziert, warum wir altern. Je älter wir werden, kann zum Beispiel die DNA Schaden nehmen. In jungen Jahren kann unser Körper diese Schäden noch reparieren. Die Endkappen unserer Chromosome, die Telomere, werden immer kürzer und können unser Erbgut immer weniger beschützen. Die Zellen teilen sich nicht mehr. Oder es kommt zu epigenetischen Veränderungen, also wie unsere DNA verpackt und übersetzt wird. Mit zunehmendem Alter funktioniert auch die Zellkommunikation immer schlechter oder es kommt zu chronischen Entzündungen. Altern ist ein extrem komplexer Prozess, bei dem meist mehrere dieser Faktoren mitspielen. Die Suche nach dem Jungbrunnen, sie fasziniert auch den Altersbiologen Colin Ewald. Er forscht seit 20 Jahren im Bereich, aktuell an der universitären Altersmedizin des Basler Felix-Platter-Spitals. Er ist gern gesehener Gast bei Vorträgen oder Podcasts und würde sich selbst als Pionier der Langlebigkeitsforschung bezeichnen. Sein Forschungsobjekt sind die Fadenwürmer. Ihre DNA gleicht zu 60% jener des Menschen. Und der Wurm ist genial, weil der nur 3 Wochen braucht zum Altern. Und der altert ziemlich ähnlich wie uns, oder? Der wird mit der Zeit schwach und schlapp und gebrechlich, oder? Und dann können wir zum Beispiel, wenn er halt fast 3 Wochen alt ist, können wir eine genetische Veränderung machen, um dann das Leben wieder fast zu verdoppeln. Die Würmer leben nicht nur länger, sondern sind auch länger fit. Jüngere Würmer, fittere Mäuse. Das chronologische Alter lässt sich zwar nicht beeinflussen, das biologische Alter, die körperliche und geistige Verfassung also, aber schon. Doch geht das auch beim Menschen? In
In der Biotech-Branche ist um diese Frage ein Hype ausgebrochen. Es wird viel Geld in Start-ups investiert. Einer US-Forschungsgruppe soll es gelungen sein, das biologische Alter von Menschen mit einem Medikamentencocktail um gut 2 Jahre zurückzudrehen. Harvard-Professor David Sinclair, Popstar der Altersforschung, ist überzeugt, dass wir kurz davor stehen, das Rätsel des ewigen Lebens zu knacken. Die erste Person, die 150 Jahre alt wird, ist bereits geboren. Das habe ich vor 5 Jahren schon gesagt. Seither ist Unglaubliches passiert, sodass ich heute denke, es sind nicht nur 150 Jahre. Alles ist möglich. Verführerische Gedanken. Doch können wir unser Leben bald wirklich beliebig verlängern? Alexander Eckel ist zurückhaltend. Klar, es brauche auch Träumer und Visionäre wie Sinclair, um die Forschung voranzubringen. Aber wenn wir die Fakten anschauen, ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil die Weltrekordhalterin im Altwerden ist nach wie vor Jeanne Calment aus Frankreich, die 122-jährig geworden ist. Und sie hat den Rekord inne seit 25 Jahren. Und daher haben wir eigentlich schon ein bisschen einen Hinweis, dass es wahrscheinlich für die maximale Lebensspanne irgendwo zwischen 120 und 130 vielleicht das Plateau wird geben. Der Traum vom beliebig verlängerbaren Leben. So schnell dürfte er beim Menschen nicht Realität werden. Ohnehin sei es viel wichtiger zu versuchen, den gesunden Teil des Lebens zu verlängern, statt das Leben an sich. Was sind die schützenden Mechanismen, die im Alter verloren gehen? Wie können wir die wieder natürlich aktivieren, im Sinn, sodass man gesund, lang gesund bleibt? Und das ist eigentlich das Ziel. Oder? Es ist nicht das Ziel, dass wir 200 oder 300 Jahre alt werden, sondern lang gesund bleiben. Es bringt uns nichts, wenn wir ein langes Leben haben, aber die letzte Phase, man redet von den letzten 10, 15 Jahren, dann in Krankheit müssen verbringen. Die Ansätze sind vielversprechend. Für ein gesünderes und damit vielleicht auch etwas längeres Leben. Ein Medikament, das das Altern auch beim Menschen zuverlässig und sicher bremsen würde, es wäre auf jeden Fall ein Milliardengeschäft. Ich bin noch in St. Gallen, bei den Freiharzen muss er zuhause. Da kommt gerade ihr Sohn auf Besuch. Hey. Hi. Du, die vom Muttertag sind sicher schon verwelkt. Also. Nachschub. Daniela. Oi, Jörg oder Jürg? Jörg. Jürg mit Ü. Okay. Jawohl, getauft. Jörg, Max. Ja. Darf ich da sitzen? Jawohl. Merci. Also, ich muss das ein Viertel zeigen. Ja. Und da, meine Eltern, sind die da. Jetzt glaube ich, da. Das ist nochmal der Papa. Was ist dein Papa in jungen Jahren? He? Ja. Und welche bist du von diesen beiden? Rechts. Das bist du? Ja. Wie alt sind deine Eltern geworden? Hast du das schon so ein bisschen, hat sich das abgezeichnet? Eigentlich nicht. Der Papa ist fast 75 ja. geworden. Und Mama, sie ist 88 geworden. Das ist schon relativ alt, ja. oder? Für, ja. Also in dieser ja. Zeit. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Und du hast so für dich ein Lebensziel gehabt, ich will Hunderte werden. Nein, nie. Nein, nein. Ich habe eigentlich gar keine Altersgrenze vorgenommen. Aha. Nein. Also ich weiss ja, ich habe das Gefühl, ich werde nicht wahnsinnig alt und habe auch nicht so ein Wunschziel, weißt? Ich will jetzt Hunderte werden. Aber ich weiss, ich will die Schaurig gerne bis zum Schluss geniessen können. Ja. Und selbstständig bleiben. Mhm. Das ist die Hauptsache. Ich sage es einmal auch, am liebsten würde ich mal auf einer Wanderung einfach zwei Grad umkippen. Und fertig ist, wenn gut ist. Aber an einer Stelle, wo es mich gut holen könnte, mit dem Helikopter. Weißt du, nicht, wo es am Zmitten im Wald ist. Oder beim Moel, genau gleich. Weißt du, was du brauchst, um glücklich zu sein? Und glücklich sein ist sicher ein Pfeiler, der hilft, dass man so alt werden kann, oder? Mhm. Ja. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ja. Gesunde, liebe Kinder. Ja. Ein gutes Umfeld. Ja. Sagen wir es jetzt von der Familie selber. Oder eben gute Kollegen und Freunde. Mhm.
Und sagen wir eben, beim OL habe ich schon viele liebe Bekannte. Mhm, und beim SAC sowieso. Mhm, Also die Familie hast du auch angesprochen, Jürg. Darf ich die Frage, ist es nicht manchmal gleich ein bisschen Stress? Wenn die Mutter mit 93 noch so fit ist, setzt dich das irgendwie unter Druck? Als Sohn? Nein, ich habe ja auch. Ich habe mir die Freiheit genommen, bis 62 mit ihr nicht wandern zu gehen. Wie sind sie fit? Zu schnell? Nein, bin mit 62 habe ich auf 60% reduziert. Ja. Und auch den, von den zwei freien Tagen, die ich dann neu hatte, habe ich einen. Ja, schön. Genau, oder? Ja. Also ich habe Montag, Dienstag nicht geschafft und gesagt, okay, am Dienstag können wir immer wandern. Ja. Und das sind wir jetzt bei. Ja, seit vier Jahren. So. Ja. Und wer rennt jetzt schneller von euch beiden, wenn ihr auf den Bus müsst? Ja, ich sicher nicht mehr. Später begleite ich die Frey dann noch einen Orientierungslauf. Zuerst aber zu ihm, zum Peter Rosenei. Wenn es um gutes Altern geht und was man selber dafür machen kann, ist auch er ein gutes Beispiel. Der Peter Rosenei ist gebürtiger Österreicher aus Wien. Er hat als Techniker gearbeitet und er ist ein leidenschaftlicher Klippenspringer. Seit seiner Kindheit stürzt sich der heute 75-Jährige aus bis zu 25 Meter Höhe ins Wasser. Für seine Wettkämpfe und Showsprünge reist er um die ganze Welt. Trotz dem vielen Sport, das Alter hinterlässt Spuren. Sich der Beschwerde kampflos ergeben, kommt für den Peter aber nicht in Frage. Puh. Ich habe ja früher mit dem Gleichgewicht Probleme gehabt, vor einigen Jahren noch, und habe dann gemerkt, ich muss mehr Gleichgewicht trainieren. Und das führt dazu, dass man auch beim Laufen, beim Stiegensteigen und bei allem mehr Sicherheit hat. Und das führt wieder zu einer verbesserten Mentalität, meine ich. Und natürlich ein bisschen hübscher wird man auch, wenn man nicht so dick ist. Zum Gelenk, Knochen und Muskeln fit zu behalten für den Alltag und Sport, trainiert Peter fast jeden Tag. Und das ist so, wie wenn man von 10 oder 15 Metern ins Wasser kommt. Also zum Schutz, damit die Schulter nicht beschädigt wird. Die meisten um ihn herum im Sportstudio sind jünger. Der Peter sieht sich als Vorbild. Ich bin natürlich froh darüber, weil ich meine Fitness natürlich auch gerne den anderen beibringen möchte und sagen, wenn man immer weiter trainiert, kann man bis 75, 76 zumindest so fit sein. Wie ich die letzte schon zu dir gesagt habe, ich kenne 30-Jährige. Die älter sind als du. Verstehst du? Ja. Und genau deswegen trainiere ich halt auch. Also der Jüngste bin ich ja nun auch nicht mehr. Aber ich trainiere halt auch, damit ich in dem Alter noch mindestens genauso unterwegs bin wie du. Ah, jetzt. Wow! Wow! Schau jetzt hier! Jetzt sind wir beide. Ey, mein Muttermann so integrieren. Crazy. Wenn man das so sieht, verstehe ich schon, wenn man in die Versuchung kommt, seine Lebensuhr anzuhalten oder sie sogar zurückzudrehen. Länger leben und gesünder alt werden. Es ist ein riesiges Thema, auch für uns als angehende Ärzte. Ich bin der Willi und das ist der Alfred. Und wir gehen diesem Thema für euch auf den Grund. Ein grosser Trend auf Social Media ist das sogenannte Biohacking. Einer der krassesten Biohacker ist der Brian Johnson. I am Brian Johnson. I am trying to age backwards. He takes 60 pills early in the morning and 40 pills a few hours later. Probieren, biologisch jünger zu werden, ist für ihn so ein Fulltime-Job. Kürzlich hat er sogar eine Infusion mit Blutplasma von seinem eigenen Sohn gemacht.
Aber was ist Biohacking eigentlich genau? Aus unserer Sicht ist der Begriff auch ein bisschen irreführend. Beim Biohacking tut man nicht unbedingt etwas hacken. Es geht mehr um ein exzessives Optimieren. Biohacker sammeln gerne ganz viele Daten. Schlaf, Herzfrequenz, Blutwerte und so weiter. Und dann probieren sie, die gemessenen Werte zu verbessern und ihren Körper möglichst fit und langlebig zu machen mit Ernährung, Sport, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamenten oder Eisbäder. Vielleicht habt ihr auch schon vom Iceman gehört, Wim Hof. Er propagiert Eisbäder und Atemübungen. This is Wim Hof. I am the Iceman! Statt nur gescheit zu reden, haben wir das gerade selber ausprobieren und eine Challenge daraus gemacht. Wer von uns hält es länger aus im Eiswasser? Schaut selber, ich sage nur so viel: 2 Badwannen und 50 kg Eis. Oh, das klebt schon an der Haut. Es ist schon kalt. In, ich schwimme jetzt durch die Antarktis. Können wir nächstes Mal bitte das Thema durchschauen, bevor wir zu den Folge zusagen? Also gut, ich gehe. Come on, sehr schön. Nice. Hey, gratuliere Willi. Das ist schlecht gemacht. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Du hast gut durchgemacht. Aber ich muss schon sagen, also die erste Minute war sehr unschillig. Die Eisbäder sollen sogenannte Langlebigkeitsgene anschalten. Für mich ist das aber ehrlich gesagt schon recht krass. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, das täglich in meinen Tagesablauf zu integrieren. Ihr merkt es, all die Langlebigkeitstipps haben einen Haken. Es ist alles unangenehm und anstrengend. Ich finde zwar, die Methoden haben gute Ansätze, aber ich denke, so einen richtig messbaren Effekt haben sie noch nicht. Beim Alteren spielen nämlich so viele Faktoren eine Rolle. Wie viel man aber jetzt schon selber machen soll, ist auch eine philosophische Frage. Wenn wir unser ganzes Leben dazu verwenden, unser Leben zu verlängern, dann leben wir auf eine Art gleich nicht. Es geht ja nicht einfach darum, die Funktionalität von unserem Körper zu erhalten, sondern als ganze Person mit dem Leben etwas zu machen. So, Afrit, du weißt, was kommt? Ja. Yeah. Du hast die Challenge verloren. Ist gut. Und ich habe ein bisschen Eisbereit gemacht zum Üben. Schau jetzt. Ah, bleibt gesund und frisch. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Ist kalt? Ja, es ist Eis. Grosses Showspringen in der Bad Oberdorf, zu Dübendorf. Zmitz in dieser jungen und hippen Szene, der Peter Rosenei. Ein typischer Seniorensport ist sogenannte High Diving sicher nicht. Aber der Peter springt wie ein junger Mann. Nach dem 10-Meter-Turm wagt er sich noch höher rauf. Jetzt sind es 15 Meter. Ist das in Würde altern? Oder vielleicht doch ein kleines Klammern an die Jugend? Training und Showtime, ein bisschen Flucht vor dem Älterwerden. Gibt es vielleicht auch Leute, die zuschauen und denken, ah, Gottfriedli, Knöchel werden doch brüchig, der Herr ist schon ein bisschen älter, das will doch nicht so wild tun. Also Knochen sind bei mir sicher nicht brüchig, weil ich trainiere sehr viel im Fitness. Mhm. Und mache da sehr viele Sachen, wo die Jungen vorbeikommen und sagen, wow. Ja. Das ist aber viel. Also es ist harte Arbeit, dass du das noch machen kannst, die Sprünge heute. Ja. Wie wichtig ist es dir, mit 75 noch einfach so zwischen den Jungen zu stehen und noch fit zu sein? Ja, also erstens macht es Spass, die Jungen anerkennen einem. Zweitens ist das wie der Clown im Zirkus. Du machst etwas und die Leute haben Freude. Und da ich so alt bin, haben sie scheinbar mehr Freude, als wenn ein Junge das Gleiche macht oder schwierigere Sachen macht. Wenn ich dir jetzt eine Pille könnte geben, forever young, würdest du sie nehmen? Ja,
Wenn ich noch ein bisschen Jugend zurückholen könnte und möglichst viel trainieren, ja, und wieder etwas machen, wo ich jetzt nicht mehr kann, dann vielleicht. Ich würde mit Würde und möglichst lang meine Fähigkeiten erhalten, so viel ich noch retten kann, so in die alte Zeit hinüber. Auch laufen zum Beispiel, richtig normal laufen oder stehen an einem Platz auf einem Bein, so Sachen. Nein, also jeder würde gern alt werden. Geiss in Appenzell-Ausserrode herrscht ein wildes Gewusel im Dorf. Es ist der jährliche Orientierungslauf. Mit 93 ist Frey Harzenmoser die älteste Läuferin. Frey, sag mal schnell, laufst du da mit, weil dabei sein alles ist? Oder hast du ein persönliches Ziel, das du erreichen willst? Jetzt? Heute? Ja, heute. Ja, dass ich durchkomme, wenigstens. Das lange. Ist die gleiche in welcher Zeit? Ja, ich schaue nicht mehr auf die Zeit. Okay. Das ist vorbei. Aber so etwas Ehrgeiz, um das alles durchzubringen, hast du schon? Also, das ist nicht Ehrgeiz. Das ist der Sportlergeist. Ja. Es ist immer, alle Besten finden und gesund zurückkommen. Das hoffen wir. Das hoffen wir. Und das wünschen wir dir auch. Und jetzt, hey, viel Glück. Toi, toi, toi. Einen guten Lauf. Danke. Ja. Tschüss. Fit sein bis ins höheren Alter. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Was braucht es dafür? Gute Gene helfen. Aber die Forschung sagt, über 70% haben wir selber in der Hand. Mit unserem Lebensstil. Welcher Lebensstil hilft uns, gesund alt zu werden und länger zu leben? Sie haben Antworten bereit. Die Ältesten der Alten rund um die Welt. Die Bewohner der sogenannten Blue Zones. Blue Zones, das sind 5 Gebiete, in denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Dazu zählen Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griechenland, Loma Linda in Kalifornien und die italienische Insel Sardinien. Hier in Sardinien lebt Anselmo Corda. Täglich arbeitet der 84-Jährige in seinem Olivenhain. Für ihn ist klar, warum die Menschen hier so alt werden. Das Geheimnis ist zum einen die frische Luft, die wir täglich einatmen. Und zum anderen unser Essen. Wir essen hier nur natürliche Produkte, nichts von diesem chemischen Zeug. Das zerstört die Gesundheit. Die Blue Zones und ihre Bewohner stehen seit längerem im Fokus der Wissenschaft. Sind sie der Schlüssel zum langen Leben? Die Erkenntnisse der Blue Zones lassen sich nicht einfach so auf unseren Alltag übertragen, sagt Patricia Cioccano, Leiterin der Altersforschung am Institut für Hausarztmedizin der Universität Bern. Es gibt ja zum Beispiel Produkte, die nur an dem einen Ort zu finden sind und anderswo nicht. Es lässt sich also nicht alles eins zu eins übertragen. Aber die Blue Zones geben uns Hinweise, um Faktoren zu finden, die ein gutes, langes Leben begünstigen. Gemeinsam ist den Altershotspots das einfache Leben mit wenig Stress. Und vor allem das gesunde Essen. Etwa die mediterrane Ernährung mit viel Obst, Nüssen und Gemüse und möglichst naturbelassenen Lebensmitteln. Die mediterrane Ernährung und ihre Varianten haben sehr positive Einflüsse auf die Gehirnfunktionen und können zum Teil sogar Demenz vorbeugen. Es gab eine große Harvard-Studie, die gezeigt hat, dass wenn man sich so ernährt, man kognitiv bis zu 7,5 Jahre jünger werden kann. Es ist also eine sehr gute Ernährungsform. Und nicht nur was wir essen, auch wie oft und wie viel scheint wichtig. In Okinawa gibt es die Ernährungsphilosophie Hara Hachibu, was so viel bedeutet wie nur so viel zu essen, bis man zu 80% satt ist. Auch weniger oft zu essen hat positive Einflüsse, weiß die Forschung. Wenn wir längere Perioden haben, wo wir keine Nahrung zu uns nehmen können, werden die zellulären Prozesse angeregt, wo die zellulären Bausteine abbauen in die Einzelbauteile und die nachher wieder verwenden können, für neue Bauteile herzustellen. Also es gibt so einen Recycling-Prozess, wie man dem sagt.
Eine weitere Gemeinsamkeit der Blue Zones Bewohner: tägliche Bewegung. Wie auch der knapp 100-jährige Grieche Vangelis Fakaros unterstreicht. Es gab nur Pfade und steile Wege, keine Straßen, keine Autos. Wir gingen alle zu Fuß. Das hat uns gut getan. Und die Bedeutung von Religion, Spiritualität oder Gemeinschaft. Tatsächlich zeigt die Forschung immer mehr, wie wichtig soziale Kontakte für ein gesundes Altern sind. Wir sollten soziale Kontakte in unserem Leben priorisieren und uns nicht nur auf strikte Diäten oder so versteifen, sondern auch auf Beziehungen achten. Das wird uns in späteren Jahren helfen. Eine andere Harvard-Studie hat gezeigt, wenn wir mit 50 Jahren gute Beziehungen pflegen, sagt das besser voraus, wie gesund wir mit 80 sind, als unser Cholesterolwert mit 50. Even better than your cholesterol results. Soziale Kontakte wie auch eine positive Lebenseinstellung pflegen. Neben einer gesunden, möglichst mediterranen Ernährung und regelmäßiger Bewegung wichtige Faktoren für ein gesundes, langes Leben. Beim Orientierungslauf zu Geiss hat Frey 8 von 16 Büsten hinter sich. Sie ist schnell unterwegs. Ich bin gerade falsch. Mit 27 Minuten schafft es Frey 3 Minuten früher ins Ziel wie letztes Jahr. Aber sie hat dabei nicht ganz alle Büsten verwischt. Hopp, 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 hopp! So ein Mist. Ich lade dich zuerst mal verschnupfen. Ich habe so schnudernass. Sehen wir dir nicht auf den Film. Nein. Wie war das jetzt für dich? Hast du noch an die Leistungsgrenze gehen oder ist alles okay? Nein, ist eigentlich okay. Ja. Dann bin ich einfach gelaufen. Ja. Zuerst haben wir sie schlafen. Ja. Aber ich muss dir eins sagen, du bist. Für mich eine absolute Mutmacherin. Ich meine, hey, mit 93 so eine Leistung und dann da stehen und etwas trinken, als wäre nichts. Chapeau. Danke vielmals, dass wir dich begleiten dürfen. Hast du mir? Danke vielmals, Christa. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, Platz hat es in der Kommentarspalte. Und auch Kolleginnen und Kollegen von Einstein haben sich Gedanken gemacht zu unserem Thema heute. Weitere Informationen, eine spannende Reise durchs Alter gibt es in diesen Sendungen. Wir sagen für heute Ade und Tschüss, bleibt gesund.